Hallo ihr Lieben, heute möchten Mali und ich euch mein Buch vorstellen, Docket Nähideen für dich und deinen Hund. Und wie der Titel schon sagt, geht es darin um tolle Näh- und DIY-Ideen für deinen Hund und dich. Und zwar soll das Ganze so ein bisschen den Partnerlook widerspiegeln. Mali. Und zwar nicht ganz so angestaubt wie früher, sondern es gibt dann in dem Buch Nähanleitungen, zum Beispiel für eine schicke Tasche fürs Frauchen. Und passend dazu nehmen wir dann einfach noch ein Halsband und Leine. Ganz simpel. Und manche Sachen kann man zum Beispiel auch für beide benutzen. Also es gibt zum Beispiel auch eine Nähanleitung für ein Stirnband fürs Frauchen, was gleichzeitig auch ein Hundeloop sein kann für die kalten Tage. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Modelle daraus, dass ihr einen kleinen Einblick von dem Buch bekommt. Und natürlich könnt ihr das Buch auch gewinnen. Hinterlasst dafür dann einfach einen Kommentar. Das Buch findet ihr in meinem Shop oder bei Amazon. Das verlinke ich euch aber auch nochmal unten in der Beschreibung. Und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen was. Im ersten Kapitel für unterwegs findest du allerlei Praktisches und Schickes, was du rundum beim Gassigehen gebrauchen kannst. Zum Beispiel diesen schicken Rucksack mit Reißverschlusstasche. Dazu könntest du dir ein passendes Tauhalstuch für deinen Hund nähen oder vielleicht auch eine Leine mit Halsband. Wie der Name schon sagt, geht es in dem Kapitel zum Anziehen um schicke Accessoires und Kleidung für dich und deinen Hund. Zum Beispiel diesen Beanie oder man könnte auch dieses Halstuch, das ganz einfach und schnell genäht ist, für dich und deinen Hund im Partnerlook nähen. Niedliche Home-Deko zum Spielen und Kuscheln gibt es natürlich auch. Darin wird zum Beispiel ein Kofferkörbchen genäht, Spielzeuge oder ein süßes Kissen mit Pfotenapplikationen. Im letzten Kapitel Leckerschmecker nähen wir unter anderem eine coole Lunchbag, die es in der kleinen Variante auch nochmal für den Hund gibt, und zwar als Leckerli-Beutel, ein Schnittmuster, zwei Funktionen. Unter anderem gibt es dann natürlich auch noch eine coole DIY-Idee für dich und deinen Hund und auch sogar ein Rezept. Ich hoffe, dir und deinem Hund gefallen die Nähanleitungen und DIY-Ideen, die du jetzt hier in dem Video gesehen hast. Es gibt natürlich noch viel mehr im Buch und das Buch findest du, wie gesagt, bei mir im Online-Shop oder bei Amazon. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Lesen, Nähen und dann mit deinen tollen neuen Sachen.